Wir befinden uns hier in der Antiform-Ladezeile in Bad Honnef in meiner Installation Das Leben ist ein Salat. Ich habe euch hier verschiedene zwei- und dreidimensionale Teile bereitgestellt. Die könnt ihr jetzt so hinstellen und hinlegen und bewegen, wie ihr möchtet. Mittlerweile sind es 150 dieser Teile und es werden ständig mehr. Da ich erst am Anfang bin und diese Installation wächst immer weiter und es ist geplant, dass sie mich noch die nächsten Jahre begleitet. Die Elemente haben ganz verschiedene Formen, manche sind flach, manche sind kubisch geformt oder auch organisch und die Materialien sind auch ganz unterschiedlich. Es gibt Ölfarbe, es gibt Zeichnungen, es gibt auch Fotografie, die noch nachbearbeitet wurde. Und dann kann man das Ganze, wenn man möchte, aufeinandersetzen und damit ganz neue Formen und Konstellationen erstellen. Die Inhalte, die auf den Elementen zu sehen sind, die sind in verschiedenen Phasen entstanden. Zuerst kamen die Köpfe. Das heißt, ich habe nach Köpfen gesucht und sie überall gefunden, zum Beispiel auf Reisen, in der Spielzeugkiste meiner Kinder oder einfach unterwegs an einer Tür, an einem Haus. Und ich habe die fotografiert, überarbeitet und auch gezeichnet mit dem Ziel, dass der Besucher sich sowohl beobachtet und angestarrt als auch begleitet und behütet fühlen kann. Als nächstes kamen die Sätze. Die sind einfach in meinem Kopf erschienen und ich habe sie dann aufgeschrieben. Daraufhin kamen dann die Buchstaben und die Worte. Und die kann man jetzt an die Wand hängen und so kombinieren, wie man möchte. Und dann entstehen immer wieder ganz neue Konstellationen. Als nächstes kamen die Bilder. Die Bilder haben zwei Seiten. Man kann sie genauso an der Wand befestigen und sie zeigen verschiedene Facetten von Menschsein, zum Teil zeichnerisch und zum Teil auch mit Fotografie. Hände und Füße waren die nächsten Elemente, die ich baute. Teilweise so abstrahiert, dass die Körperteile nur zu leeren Formen werden und teilweise eben auch als Foto. Doch was soll das alles? Warum sind hier so viele Einzelteile, die irgendwie, so oft man sie auch dreht und wendet und aufhängt und aufeinander stapelt, nicht zusammenpassen wollen? Und warum ist das alles so grell und bunt? Und warum ist der Besucher selbst Teil der Installation? Warum muss er selbst aktiv werden? Warum ist er Teil des Bildes? Nur so viel. Ich denke, dass es in einer Welt, in der es keine umfassenden Wahrheiten und Handlungsmuster mehr gibt, so ist, dass wir uns ständig neu orientieren. Dabei spielen wir die unterschiedlichsten Rollen. Manchmal nacheinander, manchmal gleichzeitig. Mutter, Tochter, Partner, Freund, Feind, Fußballgucker, Schokoladenjunkie. Innerhalb weniger Minuten spielen wir manchmal teils widersprüchliche Rollen. Und dabei geht es immer um Anpassung und Selbstbestimmung, um Fragmentierung und Synthese. Ein Spiel, in dem fast alles möglich ist. Das Leben ist ein Salat und du bist mittendrin.